Servus meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier aus meinem Studio. Ja, ich muss mich erstmal setzen. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Ich habe mein erstes Geld, ich stelle euch mal kurz ab. Ja, ich habe meine ersten Einnahmen durch YouTube machen können. Ich bin selber so geflasht, damit hätte ich nie gerechnet. Wirklich Leute, das wäre das Letzte, wo ich gerechnet habe, dass ich irgendwann mal was mit YouTube verdienen kann. Ich will euch gar nicht sagen, wie viel, das ist auch überhaupt nicht das Thema. Ich wollte mich erstmal bei euch bedanken. Ja, das Ganze ist eigentlich nur durch euch möglich. Jetzt fragen sich bestimmt ein paar Leute so, hey, Luis, wie hast du das gemacht? Du hast doch so wenig Klicks auf den Videos. Ja, das stimmt. Ich kann mal ein Video drüber machen. Ich will auch da jetzt gar nicht groß weiter reden, wie viel und wovon und wie funktioniert das. Vielleicht mache ich mal ein Video drüber. Aber ihr wisst es ja selber, wenn man übers Geld immer redet, dann gibt es immer viel Hate und den Scheiß und den Scheiß. Deswegen ganz kurz und knapp, vielen, vielen Dank. Macht weiter so, Leute. Und das Video soll jetzt nicht nur darum gehen, hey, cool, Luis, du hast Geld verdient, ich nicht. Klar, ich kann es euch jetzt in dem Sinne nicht beweisen, außer hiermit. Ja, viele denken jetzt so, okay, Amazon-Paket, was willst du jetzt damit? Seht ihr mich überhaupt richtig? Ich stelle euch mal ein bisschen auf die Seite. So, jetzt fragen sich viele, hey, was willst du uns damit sagen? Amazon-Paket, ja, kann jeder bestellen. Stimmt auch wieder, ihr müsst es mir nicht glauben, aber durch meine ersten Einnahmen habe ich mir dieses Paket bestellt. Ja, was soll ich dazu sagen? Klar ist es geil, wenn man für die Arbeit, die man jeden Tag macht oder jeden zweiten Tag macht, ein bisschen Geld verdient. Weil, ganz ehrlich, geht's ihr in die Arbeit, um nichts zu verdienen? Nee, macht keiner. Deswegen, ich bin echt sehr, sehr glücklich, dass ich ein bisschen was verdient habe. Und ich dachte mir, warum soll ich das jetzt sinnlos ausgeben? Kaufe ich mir doch lieber was für mein Studio. Und, ja, viele haben ja durch mich auch schon ein neues Hobby gefunden, was ich auch ziemlich geil finde. Viele schreiben mir auf Instagram, es kommen immer wieder Nachrichten wie hey Luis, danke oder hey Luis, könntest du mir da helfen? Ich glaube, das sage ich jetzt auch schon zum 10. Mal. Dafür mache ich ja YouTube, um euch was zu zeigen und dass ich ein bisschen was von euch lerne. Ich weiß, das Video wird jetzt nicht spektakulär oder sowas. Ich hatte einfach mal Bock, ein bisschen ja, mit euch so zu quatschen, wie der Stand der Dinge ist. Ja, ich bin eigentlich echt sprachlos, weil ihr müsst überlegen, ich habe hier ein Studio. Ich habe hier sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Ich habe einen ganz normalen Beruf. Ich habe über 40 Stunden die Woche. Und mein Hobby ist, oder mein Geld fließt eigentlich zum größten Teil hier rein. Keyboard, Bildschirme, Boxen, Absorber, Lichter, Kamera extra für euch ja. Also, dass ich Videos produzieren kann. Und deswegen gehen wir jetzt mal zurück zu diesem Paket. Ich habe euch ja gesagt, ich habe dieses Geld, was ich verdient habe, über YouTube habe ich jetzt hier rein investiert, zum größten Teil. Oder ein Teil von dem Geld habe ich hier rein investiert, weil ich mir überlegt habe, warum soll ich nicht Geld, was ich über YouTube verdiene, ins Studio stecken? Klar, ich habe eigentlich schon fast alles. Eigentlich bräuchte ich nichts mehr. Ich habe zwei Bildschirme, ich habe eine Anlage bzw. Studioboxen, ich habe ein Musikprogramm, ich habe meinen DJ-Controller. Aber eins hat mir schon lange gefehlt und vielleicht, wer es erraten kann, schreibt es jetzt schon mal in die Kommentare. Eins hat mir noch gefehlt und genau hier drinnen ist das Teil. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal auf. Boah, ich bin so baff, Leute. Ich bin wirklich baff. Ich hätte nie damit gerechnet. Wirklich überhaupt nicht. Also ich bin kein Influencer oder Outfluencer oder was es alles gibt. Nein, bin ich nicht. Ich bin auch nicht gerade groß auf Instagram. Also ich poste zwar viel, aber ich habe jetzt nicht die ultra große Reichweite, wo ich sage, ich verdiene jeden Monat 2.000, 3.000 Euro. Nein, so ist es nicht bei mir. YouTube habe ich auch nicht so viele Klicks. Also verhältnismäßig gefällt es mir gerade so. Ich habe nicht viele Klicks. Ich habe jetzt nicht tausende Klicks, sondern ich habe meine zuverlässigen Zuschauer, also wahrscheinlich du, der gerade zuschaut. Und das ist mir einfach viel wertvoller als wie irgendwelche gekauften Klicks oder irgendwelche, ja, ich schau mal sein Video an. Ja, ihr wisst, was ich damit sagen will.
Auf jeden Fall habe ich echt treue Zuschauer. Gestern hat mir zum Beispiel wieder einer über Instagram ein Bild geschickt. Er hat sich jetzt einen DJ-Controller gekauft, also einen Pioneer-Controller, und zwar die erste Generation. Ich habe ja da hinten die zweite Generation, und er hat mir geschrieben, ja, ich habe mir jetzt die erste Generation geholt und ich bin mega zufrieden. Es ist einfach so ein geiles Gefühl, wenn ich einfach Leuten ja, zu einem Hobby bringen kann, was echt ziemlich geil ist und wo man auch noch Geld verdienen kann. Klar kann man mit anderen Sportarten, sagen wir mal Fußball. Klar, Fußball hat jeder mal gespielt, ich auch. Aber die Chance ist so gering, wirklich so gering, dass man da irgendwie erfolgreich wird. Und jetzt reicht's, Leute. Ich habe, glaube ich, zu viel jetzt geredet und den ganzen philosophischen Scheiß und was weiß ich. Ich mache jetzt mit euch diesen Karton auf. Und ich weiß gar nicht, ich muss euch jetzt mal kurz aufs Keyboard stellen. Ne, wir machen es jetzt so. Ich muss euch halten. Ich versuche jetzt mit einer Hand den Karton jetzt aufzumachen. Und wie gesagt, ich habe diese Einnahmen, was ich jetzt bekommen habe, hier rein investiert. Und das werde ich in Zukunft auch so machen. Das heißt, mit den nächsten Einnahmen werde ich mir wieder was fürs Studio kaufen. Vielleicht auch hier hinten mal als Dekoration irgendwelche Sachen. Oder einen neuen Tisch oder was weiß ich. Oder neue Kopfhörer. Das heißt, die größten oder die meisten Einnahmen werde ich fürs Studio nehmen. Klar, einen Teil will ich auch für mich so, wenn ich sage, hey, ich mache mir jetzt mal einen schönen Abend mit diesem Geld, werde ich es auch machen. Aber wie gesagt, zum größten Teil werde ich das ins Studio stecken, damit ihr was habt und ich was hab. Und dieses Paket wäre auch meine nächste Anschaffung gewesen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Ich bin echt glücklich, dass das so geklappt hat. Und ich habe es auch ziemlich schnell bekommen. Ich habe auch Amazon Prime. Aber mit meinen ersten YouTube-Einnahmen habe ich mir Folgendes gekauft. Und zwar... Boom! Ja, Leute, ihr habt es richtig gesehen. Ein Studio-Mikrofon. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die, wo meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, was hier noch gefehlt hat. Und das war genau hier hinten in der Ecke. Und siehe da, ich habe mir ein kleines Mikrofon, beziehungsweise ziemlich großes Mikrofon gekauft. Ich packe das jetzt mit euch noch zusammen aus. Einen ausführlichen Test werde ich natürlich auch noch machen, aber heute nicht mehr. Das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen, weil ich müsste das dann erstmal verkabeln und so weiter. Aber wir schauen jetzt mal zusammen rein. Ich bin selber gespannt. Von der Marke Rode. Und ich glaube, jeder sollte Rode kennen. Das sind ungefähr die Marktführer, kann man so sagen, unter Mikrofone. Die machen ja auch Mikrofone für Kameras. Jetzt kriege ich diesen scheiß Kleber hier nicht auf. Nee, ich will es mit der Hand aufmachen. Komm schon! Ich muss doch aufschneiden. Boom! Ich zeige euch das jetzt mal. So Leute, seid ihr gespannt auf mein erstes Studio-Mikrofon? Hier könnt ihr es schon sehen. Also Marke Rode NT1A Studio-Mikrofon. Komplettes Vocal Recording Set ist es. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auf in 3, 2, 1. Boah, Mikrofonspinne, allein hier, vielleicht kann man es sehen, jetzt eine Mikrofonspinne ist dabei, ein Popschutz ist dabei, jetzt tun wir das mal weg, geil, hier XLR, ist ja klar, kommt dann hier rein in mein Audio-Interface. Ich hoffe, man kann es sehen. Boah, ist das leicht. Genau, hier XLR-Eingang. Tasche ist auch noch dabei. Aber wie gesagt, auspacken werde ich das anders mal mit euch. Beziehungsweise, wenn ich das Ganze mal anschließe. Ich wollte aber selber unbedingt jetzt mal reinschauen. Jetzt würde ich sagen, packen wir noch die Ding hier aus. Komm schon.
So, also hier ist diese Mikrofonspinne plus Popschutz. Und das Coole ist, auf dem Popschutz, man sieht, steht auch nochmal Rode drauf. Leute, ich bin so happy. Und das ist alles nur durch euch möglich gewesen. Und wenn es so weitergeht, wird es, glaube ich, hier so ein abnormal krankes Studio. Ich weiß, jetzt gibt es wieder Leute, die wo sagen so, ja, du bist doch nur geldgeil und du machst doch YouTube nur wegen Geld. Ja, es gibt immer solche Kommentare. Aber ihr müsst es halt immer so sehen, warum soll ich mir nicht was gönnen, wenn ich dafür arbeite? Also klar ist das alles nur hobbymäßig und ja, viele wissen halt nicht, wie viel Arbeit in so Videos stecken, weil klar, aufnehmen kann man hier mal schnell, so einen kleinen Vlog oder so, aber das Schneiden, die Ideen, das alles so umzusetzen, ja, das kostet halt extrem viel Zeit, da geht halt echt viel Freizeit flöten, aber ich bin jetzt ziemlich gut im Flow, ich versuche jetzt echt so viele Videos wie möglich rauszubringen. Und nicht nur irgendeinen Schmarrn oder irgendeinen Scheiß, sondern ich will auch interessante Videos machen. Videos, die euch gefallen, die mir gefallen. Mit dem Flo zusammen, wie jetzt hier die ganzen Projekte bzw. den Tisch. Es war einfach spontan. Wir haben gesagt, hey, wir haben Urlaub, wir fahren nicht weg, lass was starten. Und siehe da, wir haben uns einen DJ-Tisch oder für mich haben wir einen DJ-Tisch gebaut. Aus altem Holz, aus alten Materialien. Und ja, nochmal zurück. Mikrofon, Kabel, also XLR-Kabel, Spinne inklusive Popschutz. Ja, hiermit beende ich auch dieses Video. Ich sag nochmal vielen, vielen Dank, Leute. Wie gesagt, das ist alles durch euch möglich. Zumindest jetzt dieses Paket war jetzt durch euch möglich, dass ich mir das kaufen konnte. Klar, ich hätte es auch mit meinem eigenen Geld kaufen können, aber ja, ich habe einfach so gute Laune und es ist einfach so ein geiles Gefühl gewesen, einfach mal ein bisschen belohnt zu werden für die Arbeit in Anführungsstrichen. Und jetzt habe ich genug geredet. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt noch lange auf meinem Kanal. Ich hoffe, wir bauen hier noch was Fettes auf. Generell geile Videos drehen hier im Studio und so. Und jetzt würde ich sagen, ich muss jetzt erstmal runterkommen. Wie gesagt, ich bin noch mega aufgedreht. Ja, man hört es wahrscheinlich gar nicht, aber bei mir gehen im Kopf gerade ein paar Dinge durch. In diesem Sinne, Leute, verabschiede ich mich jetzt. Vielen, vielen Dank nochmal für alles. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen knackigen Daumen. Abonniert meinen Kanal. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen mich ablenken. Ja, jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao!